Was sagt denn dein Questlog? Ah, ich hab grad Angst vor Aaron. So. Search Jeremiah's Room. Schon wieder? Das ist doch sein... Ah, Look hat er gesagt, oder? Why did you leave me? You knew what was going on. This is all your fault. You invited him. You who know so little of the real world, the sights I have partaken. Oh, how naive we all were so long ago. Stop, stop. This is not what I wanted. This life you cling to is a thread that draws you back into the chaos. You're unraveling, brother, and you don't even know it. The king is more my brother than you have ever been, Jeremiah. I didn't know. Where's Bethany? Where's that darling whore sister of mine? The shrew. I'll make sure she gets what's coming to her. Why Bethany? What did she do? Perhaps the rat should feast on you as well. You can never get used to it. The nod. The tittering. I was still alive, you know. I couldn't scream, but I could most certainly feel. Das ist aber ein kaputter Kerl. Und der King, von dem er geredet hat, das war übrigens auch der, der begraben worden ist. Genau, for King being more than brother than he ever had, genau. Und was liegt da auf dem Tisch? Ist das noch ein Buch? Ja, natürlich. Oh Gott. I must find Patrick Galloway. Das ist auch so nett, ja? Der sagt, er muss mich aufsuchen. Im letzten Satz sagt er noch, er ist sich nicht sicher, ob ich überhaupt die ganze Sache überleben kann. Aber immerhin, ne? Aber das ist meine Fähigkeit natürlich. Uncanny, ja, wie übersetzt man das am besten? Außergewöhnlich. So. Und jetzt habe ich bestimmt bloß noch Get to the Top of the Manor. Genau. Hahaha. Ha, ha. Dazu müsste ich jetzt eigentlich in die Küche. Stock. Won't budge. Aaron hat sich auch schon wieder verzogen, ne? Ja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Won't budge. Schau nochmal ganz kurz runter. Vielleicht geht jetzt eine Tür auf. Ist unten die Küche? Geräusche machen nicht so. Stock. Ha. Stock. Shit. Stock. Küche. Miau. Brumm. Oh, ich hoffe, das ist bald alles vorbei. Schock! Alter! Mann! Stock. Speicher jetzt mal. Weil ich sehe ihn da schon wieder. Was zum Teufel? Das ist die Study, das ist nicht die Küche. Ja. Ich hab gedacht, ich hab den Schlüssel genommen. So, speichern diesmal. Aber wo muss ich jetzt lang? Stock. Du hast jedenfalls diesen komischen... War hier nicht irgendeine verschlossene Tür, wo du den Key gebraucht hast? Das war Bethany's Room. Achso. Das ist ja brutal. Okay. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Aber hast du den Schlüssel genommen, ja, ne? Ja, den Schlüssel habe ich diesmal aber echt genommen. Aber ich weiß, der lässt mich jetzt hier nicht los, deswegen... Oder in Ruhe. Ja.
Ja. Gott sei Fix, ich kann doch nicht immer zwischen allen Zaubern und allem hin und her wechseln. Health Pack, sehr gern gesehen. Ah, sehr gern, vor allem, die brauche ich jetzt ja gerade wieder. Oh, Glück gehabt, weil ich die Tür verpasst. Ha. So. Das war dieser coole Spiegel, ne? Oh, oh mein Gott! Sehr gut! Scheiße! Fuck, ey. Kranker wie Resident Evil, du. Medpack. Medpack. Okay, das war der Workroom. Aaron's Workroom, glaube ich sogar. Weil wir haben ja nur den Tower Widow Watch Dingens. Genau. Won't budge. Stuck. Da krieg ich meinen Blitzzauber. Endlich. Denkst du, stört mich? Ekelhaftes Katze. Spring auf deiner Leiche rum. Nein, ich springe drüber, aber egal. Stuck. Stuck. Open. Mit einer Loading Transition. Ja. Sieht man immer am Rahmen, wenn das Lightning nicht mehr passt. Die sind aber auch immer auf Mundgeruchnähe, hey. Mm, unfreundlich. Jammed. Daniel wollte das nur mal beweisen, dass es nicht gesund ist, darunter zu springen. Also, liebe Kinder, nicht am Gelände runterrutschen. Und nicht nachmachen, also... Nicht vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Seit den Katakomben habe ich Angst vor Ratten. Oh. Blumi. Dieser Zauber ist sehr überzeugend. Tentakel? Oh, 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 oh. Oh mein Gott, was geht ab? So viele Herzpicks habe ich noch. Glaub 16. Genug. Oh Gott, okay. Okay, wieder auf Ektoplasma. Und Knarre. So. Blitzzauber! Müssen wir erst aufs Dach. Hallo? Tschüss! Warum ist die Tür zu? Oh Mann! Weil's zieht. Also das Fenster ist doch auch offen. Also, da ist ein Sprung drin. Ich will da irgendwie nicht das Ding nehmen. Ah, nicht über die Viecher. Katze. So. Schönes Wetter draußen. Es ist wie draußen bei uns gerade. Vertraue dem Wind. Das werde ich definitiv nicht im Real Life ausprobieren. Ja, da brauche ich erstmal die Iron Rod. Lightning Rod. So. Jetzt hab ich schon gedacht, ey. So lernt man heutzutage zaubern. Ja. Also lass dich von einem Blitz treffen und dann ist alles gut. Ich glaube, später krieg ich noch eine Armbrust. Kann ich dann verbinden, die zwei? Da kann ich den Blitzzauber mit der Armbrust verbinden. Och Gotti! Die sind gar nicht mehr so erschreckhaft, so blöd wie am Anfang, ne? Ich finde die knuffig.
Ist der Blitzzauber gut? Den brauche ich sogar, damit ich durch das Spiel durchkomme. Wenn, ja, dem Amplifying nachzuurteilen, ist er gut. Macht Blitz. So. Yeah. Ohne den gewinne ich dieses Spiel nicht. Ich brauche sogar diese Kombination, die ich vorhin gesagt habe. Ich brauche die Armbrust sowie... Achso, ja. Ja, mach halt einen Blitzzauber drauf. Die Armbrust sowie den Blitzzauber. Das kann ich das Spiel gar nicht durchschaffen. Mhm. I see. Shells? Nein, Bullets. So. Ich mag Ritterrüstungen, aber nicht in solchen Spielen. Ich höre den Amplifier-Storm. Unterm Sofa gefallen. Nehmen wir auch gerne mit. Dass du das hörst. Stock. Moment. Das war's auf jeden Fall. Ah, okay. So, Texturen verschoben. Kann ich auch durch die Tür gehen? Ah. Na, gleich zwei. Hinter dir ist auch noch eins, ne? Ah doch, also es hängt nur fest. Sehr nett. Ich mag den Zauber mehr. Ist das, warum ich am Anfang des Spiels gemeint habe? Okay. Das Ektoplasma eigentlich der geilste Zauber überhaupt ist. Naja, macht genug Schaden. Hm. Kostet so wenig. Nicht okay. Ah, ich dachte schon. Nairos. Oh Nairos. Weil ich muss nämlich jetzt hier, mein lieber Freund. Damit hättest du nicht gerechnet, ha? Ich bin platt. Denn da oben ist Nairos. Oben wartet eine andere Welt. Ja, Nairos ist cool. Vor allem, die haben so lustige Ureinwohner. Jetzt lustig, da hochzukommen. Pass mal auf. Oi. Okay. Doch. Ich bin platt. Hä? Ach, es ist hier so windig. Das sind die Ureinwohner Onairos. Die sind ja süß. Nein, sind sie nicht. Momentan zumindest noch nicht. Hast du gerade Low Gravity Mod an? Ja. Ui, die sind wirklich nicht nett. Ah, bist Drogen ab in den Kopf. Au. Was war auch einmal? Ach, da ist auch so ein blödes Schlangenvieh. Die Drogen halten aber lange an. Ja. Ich hab gedacht, der ist schon weg. Nein, der noch nicht. Leider. Macht dies wichtig high, oder? Ja, ja, mit seinem Geschrei. Ah. Also wenn ihr jetzt erst einschaltet,
So. Jetzt aber. Voll das Massaker hier unten. So. Ach, Mann. Schnauze. Yee. Quicksave. Wow. So. Du machst das aber spannend. Ja, ne? Rosa Gott, ha. Ja. So, ist sich tot. Ja. Ui. Will ich es probieren? Ja, möchtest du. Hallo? Piepshow? Nein. Arsch. Entschuldigung, aber es hat sich so angeboten. Tod. Gleich sind wir wieder draußen. Oh Gott. So. Nee, gleich sind wir noch bei Ross. Ins Blinde springen. Ich bin noch hierher. Und dann daher. Genau. Oh, ich liebe Oneiros, das ist so richtig schön hier. Schau mal die tollen Wolken da draußen an. Ich mag rote Wolken. ja. Soll es drauf stehen bleiben, oder? Ja, man rutscht da bloß so leicht runter. Das ist das Problem. Muss ich ganz vorsichtig und sanft machen. Ungefähr so. Aber nichts passiert. Oi. Sehr, sehr gut. So. So. Jawohl. Okay, so ein bisschen auf persönlicher Revanche. Ja, ich bin, aber eigentlich wäre das jetzt perfekt für einen kleinen Cut. Genau, bin ich auch dafür. Wir fangen jetzt mal bei Oneiros an. Jo. Also, nochmal Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, aber aus krankheitstechnischen Gründen ging das leider nicht. Ich verzeih dir, Domi. Danke, Daniel. Jetzt fühle ich mich viel besser, nachdem diese Last aus meiner Schulter ist. Also, adieu. Ciao.